Namaste, meine Freunde. Heute geht es um einen kleinen Beitrag von mir. Und zwar habe ich so ein im Internet gucke ich mir manchmal so die Angebote an, ja, von den Geschäften. Und ich habe hier so ein Angebot gefunden. Ja, da ist auf der ersten Seite Folgendes abgebildet. Ja, ich werde jetzt den Laden nicht nennen, aber der ist nach Aldi wahrscheinlich der berühmteste oder zweitberühmteste. Und auf jeden Fall, die Werbung will euch ja zeigen, was ihr kaufen sollt. Ja, das sollen die Leute kaufen. Vor allem das, was auf der ersten Seite drauf ist. Und hier steht, jede Woche nur das Beste, Montag 9.2. bis Samstag 14.2. Auf der ersten Seite ist abgebildet, ganz oben Cordon Bleu, ja, also schlimmer geht nimmer, ja, das ist Fleisch mit Käse und dann auch noch frittiert. Also schlimmer geht wirklich nicht. Dann haben wir Margarine, darunter haben wir Butter, links davon haben wir Käse, ja. Darunter haben wir Kaffee, rechts davon haben wir Softdrinks, Cola, Fanta und Cola Zero und Waschpulver daneben. Das ist die erste Seite. Das wird heutzutage den Menschen angeboten. Meine Stimme verabschiedet sich. Das wird heute den Menschen angeboten und ich sage euch Leute, genau das, was in der Werbung ist, haltet euch fern davon. Ja? Ganz genau dasselbe wie im Fernsehen. Was seht ihr in jeder Fernsehwerbung? Also was für eine Werbung seht ihr in jeder Fernsehwerbung über welche Produkte, also Lebensmittel, ja, Fleisch, Wurst, Milch vor allem, ja. Deswegen Leute, das ist wieder genau dasselbe Thema, aber zur Werbung mache ich nochmal ein ganz großes Thema, weil das ist wirklich ein mega, mega, wie soll man sagen, Kritikpunkt, ja, von mir. Die Werbung, die aktuelle Werbung, die heutzutage so gezeigt wird oder allgemein, die schon immer gezeigt wurde. Ich gucke ja kein Fernsehen, ich gucke vielleicht einmal im Jahr Fernsehen. Aber wenn ich sowas sehe, ne, auf der Hauptseite, was den Leuten da angeboten wird, ja, die gucken das an, oh ja, das ist im Angebot, das soll ich kaufen, das kaufe ich, ne, das ist günstig, das kaufe ich. Leute, haltet eure Finger davon, bitte, ja. Lasst euch nicht von sowas beeinflussen, auch wenn es im Angebot ist. Kauft gesunde Sachen, ja. Das, was gesund ist, geht in die Gemüseabteilung, Obstabteilung, Gefrierabteilung, ja. Und lasst die Finger von solchen Sachen. Auch wenn da steht hier 1,5 Liter 77 Cent, ja, lasst die Finger davon. Bitte lasst euch nicht davon beeinflussen, ja. Ich wollte euch nur das sagen. Also, das ist eine einzige Farce, sowas überhaupt auszustellen, ne? Also, naja, so läuft das heutzutage nun mal leider. Und ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.